Konnichiwa Minasan! Im heutigen Video möchte ich mit euch mal darüber sprechen, wie der japanische Sommer hier in so einem japanischen Haus für uns war. Sommer in Japan, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist immer sehr, sehr heiß. Und gerade dieser Sommer auch, haben die Japaner gesagt, war nochmal besonders heiß, so dass wir wirklich lange Zeit über Wochen hinweg so an die 35 Grad und plus hier eben auch hatten. Das Haus, in dem wir leben, es ist schon ein bisschen älter, so ungefähr 40 Jahre, und es ist komplett aus Holz gebaut, so wie es in Japan eigentlich auch Standard ist, abgesehen von den großen Apartmenthäusern, die dann meistens aus Beton auch gebaut sind. Und das heißt, es ist von der Energiebilanz hier vielleicht nicht ganz so gut, also es ist nicht so gut gedämmt und nicht so gut gebaut, was jetzt die Speicherung von kalter oder warmer Luft hier irgendwie innen drin angeht. Das heißt, wenn es in der Nacht richtig kühl ist, wie es jetzt im Herbst schon mal der Fall ist, dann kühlt dieses Haus auch direkt runter. Und wenn es draußen ziemlich warm ist und die Sonne scheint, dann heizt sich dieses Haus auch relativ schnell auf. Das heißt, im Sommer wirklich hier drin in den Räumen, wo wir dann keine Klimaanlage benutzt haben, war es wirklich richtig, richtig heiß. Und wenn man da keine Klimaanlage benutzt, dann läuft man auch Gefahr, einen Hitzeschlag zu bekommen. Und das ist auch das, was die Japaner immer wieder im Fernsehen gesagt haben. Gerade im Hinblick auf ältere Japaner, die das vielleicht noch weniger vertragen können als jetzt jüngere Menschen, haben sie gesagt, schaltet auf jeden Fall die Klimaanlage an, weil sonst Gefahr von Überhitzung des Körpers oder Hitzeschlag besteht. Bei uns war es jetzt so, ich arbeite ja von zu Hause, das heißt, ich habe hier die Klimaanlage immer die ganze Zeit angehabt. Und ansonsten, Mayu war oft dann arbeiten, dann war in den anderen Räumen also keine Klimaanlage an. Wir haben abends in der Küche oft die Klimaanlage angemacht, weil es einfach zu heiß war und es kühlt in den Nächten auch nicht runter, ne? Die waren dann immer noch so 28 Grad Nächte. Und wir haben im Schlafzimmer dann über die Nacht immer die Klimaanlage zum Schlafen angehabt. So, das ist also vom Sommer, wenn man hier drin war, eigentlich super warm. Mit Klimaanlage ohne Probleme, war einfach ja super angenehm und man hatte keine Probleme. Nur wenn ich aus der Tür gegangen bin, habe ich erstmal so einen Schlag bekommen und habe mir gedacht, oh okay, vielleicht soll ich wieder zurückgehen. Mit der Klimaanlage lässt es sich also ganz gut leben in so einem japanischen Haus und der Sommer war damit auch wirklich erträglich. Einkaufen gehen und so war natürlich nicht so toll, weil man schwitzt direkt. Du kommst raus, hohe Luftfeuchtigkeit, bist noch nicht mal eine Minute draußen und hast das Gefühl, du warst schon im Schwimmbad. So ungefähr, so ging es mir zumindest, so habe ich das hier erlebt. Das war natürlich nicht ganz so schön, aber in den klimatisierten Räumen, wirklich, Klimaanlage ist ein Segen für die Menschheit, finde ich, war das sehr gut. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie hoch waren denn da so die Stromkosten? Und das war jetzt bei uns, ihr müsst überlegen, wir wohnen zu zweit hier, wir haben die Klimaanlage bei mir im Büro, die war die ganze Zeit an, weil nämlich das Ein- und Ausschalten der Klimaanlage beziehungsweise das Inbetriebnehmen auch nochmal eine ganze Menge an Strom kostet, so dass es sich lohnt, wenn man die wirklich viel benutzt, die den ganzen Tag über einen Monat oder monatelang laufen zu lassen, weil das günstiger ist, als wenn man die jeden Tag wieder an- und ausschaltet. Hängt aber auch davon ab, wie viele Stunden sie genutzt wird. Im Schlafzimmer zum Beispiel haben wir sie ja immer nur die paar Stunden in der Nacht benutzt, sodass es günstiger war, sie aus- und anzumachen. Aber die, wie gesagt, im Schlafzimmer über die Nacht benutzt, hier die im Büro die ganze Zeit an und unten in der Küche abends, sagen wir mal so die Hälfte des Monats, wir haben manchmal auch ohne gemacht, aber die meiste Zeit, ja Hälfte, Dreiviertel des Monats war es schon an. Und da haben wir dann hier mit meinem PC und allem, was man an Lichtkosten und so weiter noch hat, haben wir so zwischen 7.000 bis 10.000 Yen pro Monat bezahlt an Strom. Das geht, finde ich noch, das finde ich gar nicht mal so viel. Da hätte ich mit viel, viel mehr gerechnet, vor allem, wie gesagt, weil ich hier bei den Aufnahmen Licht brauche, mein PC läuft über Licht und, nicht über Licht, über Strom, ne? und. Aber das finde ich geht noch, das heißt, damit konnten wir den Sommer ganz gut überstehen. Was natürlich nicht so toll war, war das ganze Viehzeug und es gab extrem viele Mücken, gerade in den Zeiten, bevor es so richtig in den Sommer reingegangen ist und dann, bevor es jetzt so in den Herbst reingegangen ist, also in diesen Zeiten, wo es für die Mücken auch sehr angenehm von der Temperatur her war, da hatten wir schon echt viele. Wir haben zwar überall diese Mücken- und Fliegengitter, aber, und das ist das Blöde, ich frage mich auch, wer sowas ingenieurstechnisch irgendwie entwickelt hat, du hast zwischen dem Netz, zwischen dem Mückennetz und der Tür, wenn du das Fenster aufmachst, ne, du hast das Mückennetz da, da gibt es so eine kleine Lücke dann, so einen kleinen Spalt, der trotzdem noch offen ist, so dass die Mücken da einfach reinfliegen. Und das ist natürlich auch nicht so toll dann. Das heißt, ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Mal musste ich nachts aufstehen, weil ich dieses Geräusch von der Mücke gehört habe und habe die Mücke dann auch erwischt. Zum Glück bei uns im Schlafzimmer alles weiße Wände, da kannst du gut sehen, wenn da irgendwo eine, ja, mal kurz Pause macht und dann pam, kannst du machen, ist die weg. Also das war nicht ganz so schön mit den Mücken, aber das ist in Japan eben so. Wir haben auch ein paar Spinnen jetzt gehabt, ne,
wenn wir so in den Oktober reingehen. Das ist aber ganz normal. Wir hatten zwei so 1000-Füßler, hatten wir auch hier drin. Da muss man auch aufpassen. War jetzt nicht die gefährliche Art. Mukade heißt sie, glaube ich, die gefährliche Art. Das war sie jetzt nicht. Aber sondern so kleine hatten wir eben. Und was wir auch hatten, habe ich euch ja auch in Livestream schon erzählt und so, wir hatten Kakerlaken. Und zwar drei Stück. Drei Stück haben wir gefunden. Ich habe jetzt so gut wie alles versiegelt. Alle Eingänge, wo die reinkommen könnten, habe ich versiegelt. Aber die kommen im Sommer auch besonders oft in Häuser rein. Weil nämlich, und da muss man auch aufpassen, wenn man Müll produziert, ja, machst eine Avocado, schmeißt die Schale weg oder so, dadurch, dass es so heiß ist in den Räumen und man mehr eigentlich nicht immer gerade die Küche, wenn da keiner ist, macht man die Klimaanlage nicht an, weil es halt Verschwendung ist. Und dann riecht der ganze Müll natürlich direkt. Und das ist eine Einladung für die Kakerlaken. Da freuen die sich natürlich richtig drüber. Sodass man wirklich nichts offen liegen lassen darf, vor allem im Sommer, aber auch im Winter rein können vereinzelt noch Kakerlaken auftreten, deswegen da sollte man aufpassen. Wir haben dann eine gehabt und seitdem alles clean, ja, also wenn wir irgendwie essen, danach wasche ich direkt immer an, ab, der Müll wird jeden Tag also in den Mülltonne, die draußen steht, geschmissen und so, dass alles clean ist und dass für die Kakerlaken auch nichts zu essen vorhanden ist. Wir hatten dann nochmal zwei Stück, zwei kleine, so Baby-Kakerlaken, was natürlich auch, wenn man so überlegt, vielleicht nicht das Beste ist, wenn man Babys hat, das heißt, irgendwo sind große, aber was willst du tun? Kannst du nichts machen. Die waren aber die eine, da haben wir ganz klar gesehen, wo die hergekommen ist. Wir haben an der Treppe nämlich dadurch, dass das Haus aus Holz ist und schon was älter ist, verschiebt sich und verbiegt sich das Holz natürlich mit der Zeit auch und es entstehen so kleine Lücken. Und da ist die wahrscheinlich hochgekommen. Das heißt, unter der Treppe irgendwo wohnen vielleicht ein paar. Aber mein Gott, was willst du machen? Das ist halt ein altes Haus, ne? Und die eine haben wir noch am Fenster von der Innenseite dann beim Fliegengitter erwischt. Aber da haben wir gesehen, dass zwischen Fliegengitter und Fenster ein richtig fetter Spalt war und ich denke, die ist dadurch reingekommen. Ist natürlich jetzt auch professionell zugeklebt, der Spalt. Also das hatten wir auch. Da muss man auch im Sommer vor allem in Japan mit rechnen, wenn man in älteren, so im japanischen Haus aus Holz wohnt, dass da eben auch Kakerlaken vermehrt auftreten. Das ist ganz normal hier. Jeder Japaner hat eigentlich schon mal eine Kakerlake im Laufe seines Lebens irgendwo mal gesehen. Die treten immer mal wieder auf. Man sieht ja auch draußen, ich habe so viele draußen gesehen. Du gehst dann vom Tischtennis abends, komme ich nach Hause und auf dem Weg begegnen dir einfach Kakerlaken. Also, die leben hier, ja. Im Winter sind die eigentlich nicht vorhanden, also da kommen die nicht, sieht man die nicht wirklich und da treten die auch nicht so viel auf. Aber im Sommer muss man da schon mit rechnen. Auch diese Erfahrung haben wir hier machen können. Ansonsten muss ich sagen, es war wirklich ein sehr, sehr schöner Sommer hier in diesem Haus. Regenzeit war okay, es hat viel geregnet, aber war jetzt auch nicht so viel, fand ich. Also, das konnte man ganz gut überleben. Und ansonsten, japanischer Sommer, sehr, sehr viel Sonne. Wirklich, sehr viel Sonne, sehr heiß. Das heißt, wenn man die Wäsche draußen auf dem Balkon zum Trocknen hinhängt, paar Stunden ist sie trocken, gar kein Problem. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, ne? Das Wetter hat sich schon geändert, es ist wesentlich kühler geworden jetzt. Und jetzt braucht die Wäsche schon ein bisschen länger, bis sie getrocknet ist dann. Aber im Sommer war das absolut kein Problem, direkt fertig. Wir haben hier bei dem Haus jetzt noch, wenn es sehr stürmisch ist, dann hört man das sehr stark. Das ist vielleicht ein kleiner Negativpunkt. Auch letzte Nacht konnte ich nicht so gut schlafen, weil ich gedacht habe, unser Haus fliegt weg, weil es so extrem ist. Und generell habe ich das Gefühl, dass in Deutschland gibt es öfter mal so Regen, der ist so ein bisschen, ne, so Nieselregen oder so. Ich habe das Gefühl, das ist in Japan irgendwie nicht so oft der Fall, sondern wenn es in Japan regnet, dann regnet es richtig und wenn es in Japan stürmt, dann stürmt es richtig. So habe ich zumindest das Gefühl. Von den Taifunen haben wir zum Glück, toi toi toi, nichts wirklich mitbekommen dieses Jahr, weil kein Taifun so richtig über uns hinweggefegt ist. Wir haben immer Ausläufe von den Taifunen mitbekommen. Ich habe ja auch über den Hagibis berichtet über diesen Taifun und da gestern das, was hier gestern an Regen runtergekommen ist und an Wind war, war viel stärker als das, was der Taifun mitgebracht hat. Also da haben wir wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt. Heißt aber nicht, dass das jedes Jahr der Fall ist. Nächstes Jahr kann sein, dass wir vielleicht auch einen fetten Taifun erwischen und dann kann es hier ganz anders aussehen. Deswegen, das ist immer so, ja, man muss halt gucken, was das Jahr bringt. Da kann man nichts vorhersagen. Und da ist man natürlich in dem 40-jährigen Hausholz auch nicht ganz so sicher vielleicht. Aber na gut, ich meine, es hat 40 Jahre gehalten. Es sind auch einige Taifune über Osaka gezogen. Also, ja, es wird schon halten, denke ich mal. Das soweit mal zum Bericht vom Sommer. Ich habe ihn überlebt. Ich bin sehr froh, dass es jetzt ein bisschen kühler ist. Heute ist es wieder ein bisschen wärmer, aber längst nicht so heiß, wie es war. Ich habe auch hier Pullover an, auch wenn mir ein bisschen warm ist in dem Pullover. Aber jetzt durch die Aufnahme und so ist das Zimmer natürlich auch ein bisschen aufgeheizt. Wir haben aber schon so die ersten Einblicke in den Winter bekommen. Denn vor einer Woche war es mal richtig kalt morgens. Und oh mein Gott, das war richtig kalt, ja. Das war richtig, richtig kalt. Da werde ich euch dann auch nochmal ein Video
Video irgendwann von machen, wenn es soweit ist, wenn wir richtig im Winter sind, werde ich euch dann zeigen, wie wir in einem japanischen Haus, was zum Nordpol wird, irgendwie den Winter überleben werden. Das wird eine spannende Geschichte und ich bin gespannt, wie kalt es wird, aber ich habe schon keine Lust auf den Winter, ehrlich gesagt. Es wird, glaube ich, richtig kalt in dem Haus hier, weil es komplett auskühlt und es gibt keine Zentralheizung. Also es wird sehr interessant und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Sommer erstmal überlebt. Ich muss sagen, es war als Fazit jetzt mal, es war gar nicht ganz so schlimm, wie ich es gedacht hätte. Ich hätte gedacht, es wäre schlimmer. Und es waren jetzt so 3-4 Monate, in denen wir an die 30 Grad hatten, sage ich mal. Jeden Tag, die Nächte, so an die 27, 26 Grad im Minimum. Vielleicht manchmal auch Nächte mit 29 Grad dabei und so. Aber durch die Klimaanlage wirklich geretteter Leben, war das sogar viel angenehmer als teilweise im Sommer in Deutschland, wo man dann bei diesen 30 Grad noch schlafen musste und einfach nicht schlafen konnte. Also Sommer in Japan, rausgehen kann ich nicht wirklich empfehlen, aber wenn ihr eine Arbeit von drinnen habt oder so und nicht so oft raus müsst, ist das eigentlich eine ganz gute Sache, wie ich finde. Das soll es auch schon gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal so einen kleinen persönlichen Bericht vom japanischen Sommer mit an die Hand geben. Wenn Hitze und Wärme nichts für euch ist, dann könnte der japanische Sommer schwer werden. Ich würde euch auch weiterhin, würde ich bei der Empfehlung bleiben, nicht im Juli, August und erste Hälfte des Septembers nach Japan zu kommen, wenn ihr vorhabt, viele Orte in Japan zu besuchen. Denn als Tourist ist man ja die meiste Zeit draußen, man geht spazieren und besucht verschiedene Orte. Und das kann schon wirklich die Hölle sein, je nachdem, wo man dann ist und wie warm es da auch ist. Deswegen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Als Reisezeit ist der Herbst jetzt hier ab Oktober, Mitte Oktober, ist wunderschön, Blätterfärbung und alles. Und auch der Frühling mit den Kirschblüten, das sind wirklich so die Premium-Zeiten in Japan und da würde ich euch auch empfehlen, hier hinzureisen. Nun gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was Neues über japanischen Sommer und irgendwie die Häuser hier lernen und auch, dass man auf Kakerlaken aufpassen muss, wenn man in Japan lebt. Also Müll immer schön rausbringen, ganz wichtig, immer alles sauber machen und so. Da kann man also nicht den Messi-Lifestyle machen, ansonsten lebt man mit anderen Tierchen zusammen. Schaut gerne nochmal in die Videobeschreibung, da gibt es noch einen Link, über den ihr meine Arbeit hier durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt meine Website www.kevincapito.com, außerdem noch Online-Kurse, falls ihr Japanisch lernen wollt, Hiragana, Katakana, schaut da auch gerne mal vorbei und mein Amazon Affiliate Link. Wenn ihr sowieso was bei Amazon kaufen wollt und meinen Link benutzt, dann bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine kleine Provision und so könnt ihr meine Videos auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!